Rekordeuropameister Patrick Hausting hat bei seinem Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause einen weiteren deutschen Meistertitel im Wasserspringen geholt. Der 29-Jährige gewann bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin die Konkurrenz vom 1-Meter-Brett mit 413,55 Punkten vor seinem Vereinskollegen Oliver Homuth, der auf 401,05 Zähler kam. Dritter wurde Lars Rüdiger. Bei den Damen gewann Luisa Stawczynski aus Dresden mit 260,50 Punkten vor der Leipzigerin Friederike Freier, 252,00. Für die Salti- und Schraubenkünstler im Deutschen Schwimmverband sind die Titelkämpfe der entscheidende Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften in Edinburgh im August. Die EM findet in diesem Jahr im Rahmen der European Championships vom 2. bis 12. August in Schottland statt.